Ja, moin, herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung für queeres Denken, angelehnt an das Buch von Andrea Spalt. Der Titel des Buches von Andrea Spalt heißt auch für queeres Denken. Ich möchte gerne heute mit meinem Gast über die Querszene Querdenkenszene diskutieren, und wir wollen das heute mal kritisch analysieren. Zur Einleitung möchte ich kurz nochmal darauf hinweisen, dass die Proteste gegen Corona-Maßnahmen schon seit Beginn der Pandemie sich zu einer festen Bewegung etabliert haben. Auch hier in Hamburg sehen wir, dass es seit 2 Jahren Proteste gegen die Corona-Maßnahmen gibt und dass jetzt mit der Debatte um die Impfpflicht es auch zwischenzeitlich einen großen Zuwachs gegeben hat und auch mehr als 10.000 Teilnehmende hier in der Stadt unterwegs waren. Und wenn man sich die Bewegung anschaut, sehen wir, dass es sehr heterogen und vielfältig ist und dass es da unterschiedliche Menschen unterwegs sind, die in ihrer Ablehnung gegen die Corona-Maßnahmen und auch gegen das Impfen oder Impfpflicht Gemeinsames haben. Und da sehen wir auch Menschen aus alternativen Milieus, aus Esoterikerkreisen, aber auch die AfD-Rechte. Wir haben auch in Barmbek zum Beispiel erlebt, dass es einen Block gab von NPD-Lern. Es ist eine sehr gemischte Bewegung. Die Forderungen, die man erhebt in dieser Bewegung sind, da geht es immer um Freiheiten und um staatliche Zwang, gegen staatliche Zwangsmaßnahmen. Aber wenn man sich genauer die Bewegung anschaut, dann sehen wir auch, dass da auch ganz krude Inhalte vertreten werden. Also wir sehen zum Beispiel Verschwörungstheorien, Menschen, die mit Davidsternen rumlaufen und dadurch auch den Holocaust verharmlosen. Es wird behauptet, dass es eine Pandemie geben würde, dass die Corona-Pandemie schon geplant wäre von irgendwelchen Mächten, die im Hintergrund agieren. Und wir sehen immer auch bei diesen Demonstrationen und Protesten, dass es Verschwörungserzählungen gibt und dass auch autoritäre Positionen vertreten werden. Deshalb wollen wir heute die Proteste uns genauer anschauen und kritisch betrachten. Und dazu habe ich Andreas Spalt, den Autor des Buches Verquerendes Denken, eingeladen. Andreas Spalt ist 1966 geboren, ist studierter Sozialwissenschaftler und ist auch ein Hamburger. Er ist Journalist und Publizist und ist auch ein Experte, was das Thema extreme Rechte anbelangt, und hat zahlreiche Publikationen auf den Weg gebracht zu diesem Thema. Und wie gesagt, 2020 hat er das Buch Verqueres Denken, gefährliche Weltbilder und alternative Milieus veröffentlicht, wo wir uns heute in der Veranstaltung beziehen werden. Aber auch, wir wollen auch auf die Hamburger Szene oder die Bewegung in der Diskussion eingehen. Und zum Ablauf möchte ich kurz sagen, dass Andreas Spalt erstmal einen kleinen Input geben wird. Und im Anschluss werden wir dann über die zentralen Aspekte der Bewegung diskutieren. Und dann werden wir natürlich auch über die Chat-Funktion Kommentare oder auch Fragen gerne entgegennehmen. Ihr könnt gerne Kommentare über YouTube und Facebook posten. Wir werden das dann aufgreifen. Ja, ich will auch schnell an Andreas übergeben. Andreas, du darfst gerne mit deiner Präsentation beginnen. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Vielen Dank für die Einladung und den technischen Support, heute diese Veranstaltung so machen zu können. Das freut mich sehr. Und ich möchte tatsächlich mit einer Präsentation versuchen, in ca. 25 Minuten einen aktuellen Überblick zu geben, was uns gerade bewegt im Kontext der Querdenkenden. Und wenn ich sage 25 Minuten, ist natürlich auch völlig klar, ich kann überhaupt nicht alle Aspekte anschneiden, die wir in diesem Zusammenhang diskutieren sollten, berücksichtigen sollten. Und das ist mir auch wirklich sehr, sehr ernst. Wenn wir über die querdenkende Szene reden, über Corona-Leugnen-Spektrum, dann bedeutet das wirklich, dass man sehr, sehr, sehr genau hinschauen muss,
in welcher Stadt ist wer wie auf der Straße, in welchem Kontext bewegt sich dort wer, aus welchen Motiven heraus wird versucht, auf die Straße zu gehen. Und das betone ich, weil es wirklich so ist. Wir können nicht sagen, bundesweit ist das eine einheitliche Bewegung. Sie ist enorm heterogen. Die Akteurinnen sind sehr, sehr unterschiedlich. Man kann grob allerdings eine Unterscheidung machen. Und da können wir auch gleich mit Hamburg beginnen. Hier eine der ersten Kundgebungen auf dem Jungfernstieg. Und man sieht hier eigentlich, und das bitte jetzt nicht falsch verstehen, das sind wir. Ich, Sie und du. Eigentlich diejenigen, die auch die Gesellschaft ein wenig tragen, ein bisschen aus dem, ja, ich sag mal vorsichtig, so aus dem bürgerlichen Milieu, allerdings ein bisschen staatskritisch, wo man auch nicht gleich denkt, naja, wenn der Staat das sagt, dann muss ich das jetzt sofort auch machen. Da gibt es eine kleine Lässigkeit, da gibt es auch ein Grundverständnis, dass man auch selber sich Wissen aneignen will, wenn dort Thesen behauptet werden, wissenschaftliche Erkenntnisse, dann will man das erstmal hinterfragen. Und das ist auch völlig legitim. Das Problem, was wir hier aber haben, ist, dass in diesem Milieu, was nicht nur dieses kritische Verständnis kennzeichnet, es kennzeichnet es auch noch etwas anderes. Dieses Milieu kennzeichnet eben auch einen gewissen Hang zu alternativen Lebensentwürfen. Und mit alternativen Lebensentwürfen ist beispielsweise gemeint, dass man natürlich eher im Bioladen einkaufen geht, dass man eher der alternativen Medizin anhängt und dass die Kinder natürlich, warum nicht, auch in Waldorf-Einrichtungen zur Schule gehen könnten oder eben, dass man selber Yoga praktiziert. Und in dieser Mischung, dieses kritischen Alternativen, haben wir tatsächlich ein Phänomen, worüber wir nicht so dolle reden. Weil auch dieses alternative Milieu ist davon betroffen, was Wilhelm Heidmeier die sogenannte rohe Bürgerlichkeit nennt. Und rohe Bürgerlichkeit ist genau das gemeint. Aus diesem Verständnis heraus, dass man selber sich so engagiert, sich einbringt, wird auch so ein bisschen abgeleitet, dann habe ich mir auch was verdient, dann gönne ich mir auch mal was. Ja, und wenn andere sich da nicht so engagieren, sich nicht so selbst optimieren, beruflich nicht so vorankommen, ja, dann muss das sich auch ein bisschen auswirken. Kurz gesagt, Sozialhilfe muss nicht so hoch sein. Oder anders formuliert, man beginnt so ein bisschen so Vorrechte. Wilhelm Heidmeiers Team spricht dann eben von Elite-Vorrechte sozusagen dann für sich in Anspruch zu nehmen. Und genau in dieser Situation erleben wir dieses Zusammenfallen von einer rohen Bürgerlichkeit, die sich dann eben in diesen Protesten mit zum Tragen kommt. Und wenn man ganz ehrlich ist, man ist ja auch nicht frei von. Ich nenne da mal ein Beispiel von mir, was ich jetzt schon öfters gesagt habe, aber vielleicht kann das nachvollzogen werden. Beim Einkaufen gewesen, wollte schnell Pfandflaschen abgeben und vor mir ist jemand mit, ja, man weiß es, Pfandsammeln gewesen. Und dann denke ich natürlich nicht im ersten Moment, oh Mensch, der hat aber Glück, der wird heute wirklich viel besseren Abend haben als vielleicht die Tage zuvor, sondern ich denke natürlich im ersten Moment, muss das jetzt sein? Gerade jetzt, wo ne, Bürozeiten zu Ende sind, hätte der das nicht wann anders machen können? Muss der jetzt mir im Wege stehen? Und um solche Logiken geht es. Und tatsächlich eine der ersten Studien zu den Corona-Protesten hat unter anderem dieses Phänomen auch erfasst. Und vor allem hat diese Studie etwas gemacht, was andere Studien, die danach kamen, nicht gemacht haben. Nämlich vor allem hat diese Studie sich explizit auf die Protestierenden konzentriert. Also nicht auf diejenigen, auf die Mitte der Gesellschaft eine empirische Untersuchung vorgenommen, sondern die Protestierenden auf der Straße und in den Telegram-Kanälen angesprochen, um zu erfahren, welche Einstellung sie haben. Und das sage ich nur an dieser Stelle einmal heute aus Zeitgründen, ohne Telegram wäre diese Bewegung so nicht zu denken. Es ist der technische sozusagen Support für Hass und Hetze, auch gegen die staatlichen Maßnahmen. Und die Studienmacherinnen haben unter anderem festgestellt, dass die Betroffenen, die Gefragten bei der vorletzten Bundestagswahl 23% die Grünen gewählt haben und 18% die Linken. Und das spiegelt das, was ich so angedeutet habe. Ne? Das sind halt Wähler auf der Straße. Und tatsächlich haben die Studienmacherinnen dann eben auch festgestellt, dass hier offensichtlich eine Wanderung stattgefunden hat hin ins Rechte. Nämlich, sie haben dann gefragt, wen würden sie wählen? Und man kann es auf der Tafel sehen. 27% sagten, sie würden die AfD wählen und 18% die Basis. Die Basis ist eine Gründung aus diesem Milieu heraus. Und wie können wir uns das erklären? Natürlich müssen wir diskutieren, inwieweit es auch in der Linken Sexismus, Rassismus, Antisemitismus gibt. Aber hier scheint ein anderes Phänomen vor allem zum Tragen zu kommen. Das Wahlverhalten ist das eine. Ansonsten scheint dieses Spektrum aber vor allem
ja, die habituellen linken Gewohnheiten zu pflegen, eher auch so alternative Lebensweisen zu pflegen, aber weniger ein in sich geschlossenes linkes Weltbild zu haben. Also kurz gesagt, man praktiziert so ein paar alternative Praxen, wie beispielsweise Yoga, oder man ist ein bisschen spiritueller ausgerichtet, man findet die Anthroposophie interessant. Also alles eher Sachen, die sehr individuell für einen selber auf den eigenen, und jetzt sage ich es mal deutlicher, Körper, auf das eigene Ich bezogen ist und weniger als insgesamt gesamtgesellschaftlich links. Das ist die These, über die wir bestimmt gut streiten können. Tatsächlich in Hamburg kann man dann aber auch sehen bei den Protesten, dass sich das nochmal widerspiegelt. Hier ein Bild von einem späteren Protest. Und man sieht an der Kleidung eben auch, naja, das ist jetzt nicht so gesellschaftlich randständig. Und man sieht hier eben auch, fällt der Maulkorb, fällt das verfassungsfeindliche Corona-Regime. Und netterweise ist das in der Begrüßung ja schon gesagt worden. Wir haben ja eine sehr unterschiedliche Mischung, wie momentan die Bundesrepublik wahrgenommen wird. In den Kreisen, hier sieht man das, wird die Maske hochemotional politisch als Maulkorb, also als ein Einschnitt in die Demokratie verstanden. Wir dürfen nicht frei reden und wir leben längst in einem Corona-Regime, in einer Diktatur. Und da gehen die Begriffe auch ein bisschen durcheinander. Manche meinen, wir leben in einer DDR 2.0. Manche denken unter anderem, dass es eben früher eine Merkel-Diktatur, jetzt eine Scholz-Diktatur. Manche denken auch, es ist eine Hygienediktatur. Und einige glauben auch ernsthaft, sie leben in einer faschistischen Diktatur. An der Stelle kann man nur wirklich sagen, dann würden sie nicht auf der Straße stehen, wenn wir in einer faschistischen Diktatur leben würden. Das muss man manchmal auch so deutlich in diesem Spektrum sagen, beziehungsweise diesem Spektrum so sagen. Und bei dieser Logik, das wurde eben gerade auch schon angedeutet, wenn ich mich beispielsweise in einem faschistischen System wahre, dann ist es nur in dieser Logik logisch, dass sich eine Jana aus Kassel fühlt wie Sophie Scholl, wie eine Widerstandskämpferin in der Zeit des Nationalsozialismus. Das ist natürlich, und dankenswerterweise ist das gleich in der Begrüßung gesagt worden, das ist eine Verhöhnung der Opfer des Nationalsozialismus. Es ist eine Verhöhnung der wirklichen Widerstandskämpfenden im Nationalsozialismus und ist eine Relativierung des Nationalsozialismus und all seiner Verbrechen. Und dann haben wir noch das zweite Phänomen, das habe ich auch in Hamburg gesehen, dass Personen dann mit einem gelben Stern und ungeimpft laufen. Diese Logik, würde man sagen, kann doch jetzt gar nicht funktionieren, doch weil verschiedene Strömungen innerhalb dieses Spektrums dabei sind. Hier wird dann gesagt, sie seien quasi letztlich die aktuellen Verfolgten, eben wie die Juden würden sie jetzt ausgegrenzt werden und die Jüdinnen. Ich habe auch schon ein Plakat gesehen, ein kleineres, kein Ungeimpfter ist illegal. Da sieht man im Übrigen auch wieder, dass es Bezüge zu linken Milieus gibt, weil sonst würde man nicht auf die Idee kommen, so ein Transparent zu machen. Und dieses Bild habe ich an der Decke einer Schule aufgenommen, aber auch schon in Hamburg beispielsweise, aber auch in Hannover bei Protesten als Plakat gesehen. Und ich möchte jetzt ein bisschen versuchen zu erklären, wo ich denke, man Unterschiede oder auch Entwicklungen sehen kann. Und das versuche ich ganz vorsichtig zu sagen. Natürlich ist erstmal die Frage des Mundschutzes eine, die selbstverständlich offen diskutiert werden kann. Und selbstverständlich auch kritisch hinterfragt werden darf, wie sind die wissenschaftlichen Erkenntnisse. Aber wenn es dann einen gesellschaftlichen Standard, einen wissenschaftlichen Standard gibt, dann denke ich, sollte man die Ergebnisse akzeptieren. Im Übrigen ist es auch völlig legitim, über Lobby-Einfluss in der Politik zu diskutieren. Und erst recht, ich finde es auch schade, dass im Bundestagswahlkampf dieser Maskendeal aus dem Umfeld der CDU nicht so groß thematisiert worden ist. Also auch Lobby-Einflüsse kritisieren. Auch die Macht der Pharmaindustrie kann man kritisieren. Aber hier beginnt ja der nächste Schritt. Und das sieht man an dem Bild ganz gut. Aus der Wissenschaftskritik wird eine Wissenschaftsfeindlichkeit, wenn man wissenschaftliche Erkenntnisse mit vermeintlich alternativen Meinungen versucht zu relativieren. Und von der Wissenschaftsfeindlichkeit, und ich glaube, uns allen schoss sofort bei diesem Motiv, dem Kreuz, der Hand, den Fäden, natürlich das Bild der Marionette ein. Und dann steht natürlich sozusagen eine Verschwörungserzählung im Raum. Um es deutlich zu sagen, von einer wissenschaftskritischen Haltung zu einer wissenschaftsfeindlichen Haltung zu einer Verschwörungserzählung. Und es steht natürlich dann auch sofort zur Diskussion, wem gehört die Hand? Wer zieht die Fäden? Wer sind die Macherinnen im Hintergrund? Und exakt da beginnen dann eben leider auch antisemitische Interpretationsmöglichkeiten. Und viele von uns, die vielleicht auch an den Protesten gegen diese Demonstration teilgenommen haben, werden vielleicht auch einige Reden gehört haben, wo dann unter anderem eben die Namen fallen. Rockefeller, Rothschild, die synonym stehen für das Weltjudenkapital in der antisemitischen Konnotation.
Und hier möchte ich auch etwas sagen. Von Anbeginn waren Rechtsextreme dabei. Aber hier beginnt die Radikalisierung aus der eigenen hohen Bürgerlichkeit. Und nicht, weil Rechtsextreme dort mehr Einfluss gewonnen haben. Und wir reden sehr, sehr, sehr entspannt über dieses Thema, habe ich manches Mal den Eindruck. Und dabei müssen wir deutlich sagen, es hat in Idar-Oberstein schon einen Toten gegeben. Es hat über 300 Angriffe aus diesem Milieu auf verschiedenste Menschen gegeben, auf Apothekerinnen beispielsweise, Bahnangestellte. Eine Studie der Zeit hat das gerade festgestellt. Und bei dem Fall möchte ich jeder nochmal auf zwei Aspekte mit hinweisen. Hier sieht man den Täter, quasi wie er zum zweiten Mal kommt. Er war vorher schon da, circa 1,5, 2 Stunden, wollte Bier kaufen. Ein Student, der in der Tankstelle aushalf, hat dann gesagt, nein, ohne Maske geht das nicht. Der fährt nach Hause, wohnt nur circa 10 Minuten von da mit dem Auto und riet sich so in Rage, dass er wiederkommt, anderes T-Shirt, Maske auf, geht an die Theke und erschießt den Studenten. Da ist, glaube ich, ein Phänomen, was wir wirklich erleben, diese enorme Radikalisierung bis hin zum Mord in diesem Spektrum. Er selbst hat in den ersten Vernehmungen, was so durchgesickert ist, gegenüber den Medien oder zu den Medien durchgesickert ist, betont, dass er kein Querdenker wäre. Er würde aber Position des Querdenken teilen. Ich räume ein, ich würde sagen, das ist dann Querdenken. Schnell war der Name Kolleginnen bekannt und sie fanden den Täterfeed. Und keine Sorge, ich gehe nicht auf alle ein, sondern einfach nur mal auf zwei, weil das, glaube ich, sehr prägnant ist. Wir sehen hier nämlich einmal, dass er Björn Höcke folgt, den Begründer des Flügels, der offen als rechtsextrem auch vom Bundesamt für Verfassungsschutz eingestuft worden ist. Björn Höcke ist auch Vorsitzender der AfD-Fraktion und im Landtag in Thüringen. Und nur der Vollständigkeit halber, die AfD selber, Alexander Gauland, hat eingeräumt, dass ca. 40% der AfD den Flügel ausmachen würden. Wir alle wissen, der Flügel ist offiziell aufgelöst, weil man Angst hat, dass die Gesamtpartei als rechtsextrem eingestuft werden könnte. Aber die Personen sind natürlich da, das Label ist weg, aber die Personen sind heute weiter da. Oder eben auch Birgit Kelle, die hier auch auftaucht. Birgit Kelle ist eine radikale Antifeministin, die dann eben auch in diesem Spektrum sich sozusagen schon sehr lange im rechten Milieu sozusagen publizistisch auch bewegt. Kurz gesagt, der Täter ist schon lange in den sozialen Medien auch mit rechten, sage ich jetzt mal, Milieu verankert, verhaftet. Und in den letzten Jahren haben wir gemerkt, dass eine Person auf einmal einen Drive hinbekommen hat. Michael Ballweg. Und hier will ich nur auch noch mal zwei Aspekte hervorheben. Michael Ballweg hat natürlich nicht die Proteste erfunden. Es gab schon vor Hygieneproteste. Er hat aber das Label geschaffen. Und wenn wir uns die aktuelle Entwicklung anschauen, können wir schon mittlerweile sagen, Querdenken ist gar nicht mehr so das zentrale Netzwerk, was es zwischenzeitlich gewesen ist, sondern wir haben in der Fläche Demonstrationen und explizit in ostdeutschen Bundesländern ist es tatsächlich so, dass der Protest wesentlich stärker auch von Aktionskreisen aus dem rechtsextremen Milieu getragen wird. Das ist ein Unterschied bisher zumindest zu den Protesten im Westen. Bei Michael Ballweg finde ich aber auch nochmal interessant, dass er eben auch so einer dieser hohen Bürgerlichkeit ist. Er ist Unternehmer und er wollte eigentlich, und da merken wir auch gleich einen alternativen Habitus, er wollte eigentlich, als die Pandemie ausbrach, nach Asien reisen, um ja mehr Yoga zu lernen. Also auch hier wieder die Kombination hoher Bürgerlichkeit mit der Verbindung des alternativen Lebensweisen. Und mittlerweile wissen wir auch, dass er Kontakt zum König von Deutschland hat. Peter Fitzek, einer der bekanntesten Reichsideologen, nennt sich selber so, hat sich auch so ausrufen lassen mit einer Krönungszeremonie. Tatsächlich in Saalfeld hat sich ein Entourage von Peter Fitzek als auch von Michael Ballweg getroffen, um einfach mal über alternative Protestformen und alternative Staatsformen zu diskutieren. Das ist aufgeflogen. Das hat auch intern bei Querdenken ein bisschen Ärger gegeben. Von dem Spiegel wissen wir, dass tatsächlich Michael Ballweg kurzfristig wohl auch ein Konto beim König für Deutschland gehabt hat, weil, wie könnte es anders sein, er hat auch eine eigene Bank gegründet. Da soll er aber sich zurückgezogen haben. Und bei Michael Ballweg, das sei an der Stelle nochmal gesagt, ist es auch auffällig gewesen, dass er sehr genau geguckt hat, wer dieses Label bekommt, Querdenken. Und es ging offensichtlich auch sehr schnell um Geld, um Spenden, als sie gemerkt haben, Spenden ist problematisch. Rechtlich, da muss man Regeln einhalten, wurden es auf einmal Schenkungen. Und tatsächlich, aktuell hat er gerade auch einen Aufruf gestartet. Ich brauche eure Hilfe.
Hier ist es jetzt tatsächlich so weit, dass er nicht für die Bewegung aufruft, für Querdenken, sondern für sich persönlich direkt. Es gibt auch ein bisschen die Diskussion, ob nicht einzelne Akteure, die anfänglich aus politischen Motiven sich sehr stark engagiert haben, Motor der Bewegung geworden sind, ob da nicht langsam auch die Frage von finanziellen Interesse ein bisschen dominierender sein könnte als nur das politische Interesse. Und auch hier sage ich noch mal ganz kurz, der Tag der Freiheit, was ich eben gerade schon die ganze Zeit angedeutet habe, das bedeutet im Umkehrschluss, dass der 1. August 2020, wo wir dann alle sahen, wie viele Menschen dort wirklich angefasst sind von den Maßnahmen, dass im Umkehrschluss, das heißt, alle anderen Tage sind unfrei, sind eine Diktatur. Und an der Stelle möchte ich noch mal betonen, die Bundesrepublik hat nach 1945 auch noch nie so eine tiefe Erschütterung erlebt. Selbst die Wiedervereinigung hat nicht diese Folgen gehabt, gesamtgesellschaftlich, dass man nicht wusste, beispielsweise, wie kann ich den nächsten Tag planen? Dass man zu Recht Angst hat, ob man eventuell seine Miete nicht mehr zahlen kann. Oder dass man seine Eltern im Altenheim nicht mehr besuchen konnte, ob die Kinder in die Schule gehen können, ob das mit meiner Berufsplanung überhaupt so weitergeht, ob ich mein Studium beginnen kann. Oder. Das betone ich, weil mir das wirklich ernst ist. Die Menschen gehen eben aus berechtigten Sorgen und Ängsten unter anderem auch auf die Straße. Und sie gehen auch in die Telegram-Kanäle, um dort Halt zu finden, Sicherheit zu finden. Und erschreckenderweise sehen wir aber hier, dass es offensichtlich eben auch dazu kam, schon sehr früh, dass man sich an den Rechtsextremen nicht stört. Dass wirklich eben Regenbogenfahnen, wie hier bei dem Bild nebenfahren, Reichsfahnen sozusagen im Winde stehen. Und das möchte ich in dem engen Zeitfenster ganz kurz skizzieren. Wir sind immer sehr, sehr vorsichtig, wenn wir uns alternative Milieus angucken. Wir sind aber meistens relativ schnell kritisch bei Konservativen, wo wir sagen, Moment mal, das sind rechte Implikationen. Im Übrigen auch bei der Sozialdemokratie, wo wir auch relativ schnell sagen, Moment mal, da gibt es jetzt diese und jene kritischen Positionen. Aber beim alternativen Milieu ist das, naja, manches Mal nicht immer so. Und tatsächlich glaube ich aber, dass wir das dringend tun sollten. Wir haben eigentlich schon zu Beginn des aufkommenden Kapitalismus, der Technologisierung der Welt, der Industrialisierung, der Urbanisierung, eine berechtigte Sorge, auch Karl Marx formuliert sie, nämlich die Sorge der Entfremdung des Menschen von sich selbst, der Mitmenschen und von der Natur. Und aus dieser Sorge heraus hat es schon sehr früh, Anfang des 19. Jahrhunderts, quasi vormoderne kritische Stimmen gegeben. In diesen kritischen Stimmen ist mit angelegt, dass man leider Ratio und Kapitalismus beispielsweise eins denkt. Und das bedeutet eben auch aktuell, wenn ich Logik und Ratio ablehne, bin ich natürlich auch automatisch wissenschaftsfeindlicher, wissenschaftskritischer, um es vorsichtig zu formulieren. Man kann es auch ganz deutlich sagen, in dieser Bewegung bestand von Anbeginn, und es besteht bis heute die Gefahr, dass es dort keine Trennung gibt zwischen dem philosophischen Marxismus, dass wir Materialismus, Entschuldigung, dass wir die Welt erkennen und verändern können, und dem ökonomischen Materialismus, der Vermarktung und der Verwertung der Welt. Und auf dieser Ebene ist tatsächlich eben möglich, links und rechts zu verwechseln, sich nicht klar eindeutig zu positionieren. Das haben wir Anfang des 19. Jahrhunderts gehabt. Wir haben das in der zweiten Lebensreformbewegung gehabt. Tatsächlich, wenn man sich die Geschichte der Grünen anguckt, es hat auch einige Zeit gekostet, dort die rechten Kräfte rauszunehmen. Und wir erleben das heute wieder. Und man muss hier vielleicht auch nochmal ganz deutlich sagen, es geht hier mir nicht darum, Linkes, Utopien, Gesellschaftsformen, Experimente zu bashen. Wir erleben gerade sowieso aus dem konservativen bis rechtsextremen Milieu einen Dauerbeschuss gegen die vermeintlichen Gutmenschen, die 68er, die Linken und. Da möchte ich mich gar nicht einreihen. Es geht mir darum, in den eigenen Milieus auf Ambivalenzen und gefährlichen Allianzen hinzuweisen. Weil es gibt hier nämlich noch einen Grundgedanke. In dieser vormodernen Sehnsucht schwingt nämlich mit, dass es irgendwo eine ursprüngliche Harmonie gegeben haben muss. Eine ursprüngliche Gemeinschaft. Und an diesem Gedanken kann ich, salopp gesagt, eine B-Kommune gründen oder eine Volksgemeinschaft. Man muss hier sehr genau auf die Inhalte aufpassen, die dort transportiert werden. Und das Bild haben wir, glaube ich, auch noch alle in Erinnerung, der 29. August 2020,
wo es den Sturm auf den Reichstag gegeben hat, tatsächlich losgelöst von einer Heilpraktikerin, die bei den Protesten in Berlin dabei war und gehört hatte, dass im Donald Trump da sei und den wollte man gerne sehen. Donald Trump ist tatsächlich eine Größe in diesem Milieu lange gewesen, gerade weil er sich gegen das Establishment setzen würde, weil er eben auch wissenschaftsfeindliche Positionen hatte, Pandemie auch nicht so ganz klar sich positioniert hatte. In diesem Milieu haben wir aber auch, um auch leider auf die aktuellen Entwicklungen einzugehen, eine große Hinwendung zu Putin. Und das möchte ich ein bisschen versuchen zu erklären. Und glücklicherweise haben schon in den 20er, 30er Jahren Analysten der kritischen Theorie sich ähnliche Phänomene von Populismus, Bewegungen angeschaut. Und Erich Fromm hat unter anderem festgestellt, dass damals in den 20er, 30er Jahren sich abzeichnete, dass auch Menschen mit einem kritischen, rebellischen Verständnis sich hinwenden könnten zu autoritären Personen. Und er nennt diesen Charakter den rebellisch-autoritären Charakter im Kontext des autoritären Charakters. Und genau dieses Phänomen bestätigt eigentlich gerade eine Studie über die Region Baden-Württemberg, wieder von Oliver Nachtwey und Kolleginnen erhoben, wo sie eben wieder festgestellt haben, dass dort ganz kritische Menschen da sind. Aber sobald ihre vermeintlichen Expertinnen hinterfragt werden, hört die Kritik auf. Und man glaubt ihnen jedes Wort. Und das greift den zweiten Gedanken über, nämlich, dass, wie es Leo Löwenthal formuliert, dass man dann falschen Propheten folgt. Ich habe schon angedeutet, ne, man hat berechtigte Sorgen und Ängste. Und tatsächlich in den Telegram-Kanälen sind viele dann auch auf die Suche gegangen, um Halt zu finden, logischerweise. Aber sie finden dann beispielsweise Personen wie unter anderem Heiko Schöning von den Ärzten für Aufklärung. Die Ärzte für Aufklärung ist ein Netzwerk, unter anderem auch aus Hamburg kommend, die nicht aufklären, sondern verklären. Dort wird in den Telegram-Kanälen ein Fake News nach dem nächsten losgeschossen, um eben auf die Pandemie hinzuweisen oder eben auch die Corona-Maßnahmen zu diskreditieren. Und Leo Löwenthal beschreibt genau dieses Phänomen, dass hier diese Menschen quasi dann die neuen Propheten sind. Jetzt denken wir das mit der Studie aus Baden-Württemberg, die unhinterfragt als Autoritäten wahrgenommen werden und gleichzeitig noch etwas anderes tun. Sie halten die Menschen in Angst und Panik, weil dadurch bleiben sie die Propheten. Das ist sozusagen der Panikmodus, den sie selber beschießen. Ich habe es bei den eigenen Recherchen gemerkt, weil man dann ständig und dauerhaft sozusagen im Minutentakt gefühlt eine Horrornachricht nach der nächsten gesendet bekommt. Das gibt natürlich vielleicht nicht gerade Ruhe, aber in diesem Milieu, weil es dann zur eigenen Echoblase wird, gibt es dann Halt und Sicherheit, weil man angeblich erkannt hat, was los ist. Und hier sieht man Heiko Schöning mal wieder erklärend, welche Netzwerke im Hintergrund dort arbeiten würden. Und man sieht auch noch mal vom gesamten Auftreten tatsächlich, dass wir es hier mit einem bürgerlicheren Spektrum zu tun haben. Unter anderem, das ist einer der verhasstesten Personen in diesem Spektrum, Bill Gates wird unterstellt, dass er mit seiner Stiftung tatsächlich entweder uns alle durch das Impfen verschippen möchte oder die Weltbevölkerung dezimieren möchte oder schlicht und einfach Geld machen will. Alle drei Verschwörungserzählungen habe ich hören können auf einer Grundgebung. Da würde man jetzt denken, dass vielleicht irgendein Redner dann mal sagt, eine Rednerin mal sagt, Moment mal, da sind aber Widersprüche formuliert worden. Nein, das ist eben die Qualität dieser heterogenen Szene. Das kann man aushalten. Und eine der größten Verschwörungserzählungen ist die QAnon-Verschwörungserzählung. Ich fasse das jetzt ganz kurz zusammen. Man sieht der Xavier Naidoo völlig aufgelöst vor Freude, weil er gehört hat, dass Kinder aus Bunkern, Erdbunkern befreit worden seien. Die werden dort gehalten, um unter anderem ein Stoffwechselprodukt vom Adrenalin herauszufiltern, womit dann die Eliten in Wirtschaft und Medien und Politik unter anderem damit ewig jung bleiben würden. Die QAnon-Verschwörungserzählung ist sehr vielseitig. Es gibt verschiedene Stränge. Das ist die eine. Und bei Xavier Naidoo sei an der Stelle nochmal gesagt, er ist einer der bekanntesten Popstars. In den 90er Jahren hat er Brothers Keepers mitgegründet, wegen den Brandanschlägen, den vielen, eine antirassistische Initiative. Im Laufe der Jahre gab es immer wieder mal
Positionen, wo es Fragen gab. Im Übrigen war er auch schon bei den Friedensdemonstrationen dabei, wo es bei der ersten Auseinandersetzung in die Ukraine ging. In dem Kontext kann ich hier auch gleich sagen, wir haben hier in diesem Spektrum tatsächlich auch sehr viele russlandfreundliche Personen, die unterwegs sind. Das hat man auch schon vorher in anderen Formulierungen gesehen. Und Xavier Naidoo macht heute aber tatsächlich mit Hannes Ostendorf zusammen Musik. Hannes Ostendorf ist vielleicht hier vielen sofort ein Begriff. Hannes Ostendorf ist einer der Rechtsrockstars schlechthin. Er ist der Sänger der Band Kategorie C, einer rechtsextremen Hooligan-Band. Und ich spiele nur mal kurz ein, damit man mal einen Höreindruck bekommt. Starke Männer, wo sind sie bloß? Deutschland kann die Erde hoch. Alles ist schon ein Fluss. Starke Männer, wo sind sie bloß? Denn Deutschland kann. Ja, irgendwann in dem Video wird dann auch Xavier Naidoo eingeblendet. Ich glaube, die markante Stimme hat man am Anfang gehört und man hat wahrscheinlich auch einigermaßen die in der Übertragung mitbekommen, dass gefragt wird, wo sind die starken Männer? Und es ist ein Lied gegen das Impfen und man sieht, welche starken Männer dann kommen. Es ist die Fanbase der Kategorie C, also die rechtsextreme Hooligans im Milieu. Da sieht man leider eben auch, wie sich offensichtlich ein Popstar, der übrigens auch Attila Hildmann als sein Bruder im Geiste wahrnimmt, tatsächlich sich hier auch politisch wirklich mit jemandem wie Hannes Ostendorf zusammen Musik macht, der im Übrigen, ich bin mir nicht sicher, ob ich schon gesagt habe, auch an einem Brandanschlag beteiligt gewesen ist. Und zuletzt habe ich ihn live gesehen in Hamburg. Tatsächlich bei einer der Demonstrationen hat er sich in Szene gesetzt und wenn man genau auf das Bild guckt, sieht man, dass er jetzt ein bisschen mies schaut, weil er gemerkt hat, dass wir ihn erkannt haben und ein Foto gemacht haben. Wir haben uns dann auch ehrlich gesagt sofort sehr zurückgezogen, weil das eben auch ein militantes Spektrum ist und eben auch gerne auch Journalistinnen angreift. Aber hier möchte ich schon abschließend einleiten, dass für den Input, dass hier genau das Phänomen ist. Am Anfang waren vereinzelt Rechtsextremistinnen da, und es gab keine Distanzierung. Die Parole, ihr seid nicht alle rechtsextrem, aber ihr marschiert mit Rechtsextremen, war völlig richtig. Der Effekt ist, dass sie nicht ausgegrenzt haben, sich abgegrenzt haben, sondern im Gegenteil Antifaschisten als die neuen Faschisten ausgemacht haben in den Reden. Und wir jetzt, es wurde in der Begrüßung schon gesagt, tatsächlich Blöcke haben, die von Rechtsextremen in dieser bürgerlichen Demonstrationen ohne Probleme mitlaufen können, sogar Transparente aus diesem Spektrum bekommen. Und das als letztes Motiv. Eine Umfrage von Forsa nach der letzten Bundestagswahl hat ergeben, dass tatsächlich 50% der nicht geimpften AfD gewählt haben. Zu Beginn der Pandemie hat die AfD sich gar nicht so stark gegen die Maßnahmen positioniert. Mittlerweile macht sie das en masse, in bestimmten Teilen trägt sie auch den Protest. In Sachsen-Anhalt beispielsweise steht auch gerade im Raum oder Mecklenburg-Vorpommern, ich hoffe, es ist nicht zu verwechseln, dass sie tatsächlich auch Gelder dafür genutzt haben, was sie nicht hätten dürfen, um die Proteste zu organisieren. Und tatsächlich erleben wir auch von den verschiedensten anderen rechtsextremen Milieus, dass jetzt ganz offen sich an den Protesten beteiligt wird. Die NPD hat eine Kampagne gestartet und wenn sich einige daran erinnern, dass es gerade bei einer Schule Protest gegeben hatte, auch dort ging es darum, dass ein Schüler eine Maske nicht tragen wollte oder nicht konnte, das ist umstritten. Bei dem Protest an der Schule war dann auch Kader der NPD da, zumindest ihr großes Transparent gegen Impfen wurde gesehen, aber die Tragenden haben tatsächlich die Adresse, woran man das sofort erkennen konnte, überklebt gehabt. Also auch hier in Hamburg erleben wir, dass beispielsweise so wie von der NPD die Kampagne jetzt auch aufgerufen wird, sich einzubringen, sie umgesetzt wird. Herrn Nockemann habe ich auch live erleben dürfen bei der verbotenen Demonstration, wo sie dann doch versuchten, spontan beispielsweise sich
vorne in der Innenstadt eben zu treffen. Also wir sehen, dadurch, dass sich nicht abgegrenzt worden ist, ist der Zulauf da. Und das ist auch für dieses Spektrum meiner Meinung nach die große Diskussion, wo sie sich gesamtgesellschaftlich hinentwickeln wollen. Denn wir erleben, dass sie sich weiter radikalisieren. Und wir werden jetzt im Zuge des Krieges erleben, dass es auch mehr, sage ich mal, eine Hinwendung zu pro-russischen Positionen geben wird, weil die in diesem Spektrum schon mit angelegt sind. Vielen Dank für die Geduld. Ja, herzlichen Dank für deinen Vortrag, Andreas. Ich möchte mal gleich damit beginnen mit der Teilnahme von Rechtsextremen an der Bewegung. Also das ist ja klar, dass, ja, wir haben es schon zu Beginn gesagt, dass die Bewegungen sehr heterogen sind, dass viele Leute auch aus einem alternativen Milieu sind und die Teilnehmenden sich immer als die Mitte der Gesellschaft bezeichnen. Trotzdem, wenn es Kritik gegeben hat, warum distanziert ihr euch nicht zum Beispiel von den Rechtsextremen, von den Neonazis, die ja mitmarschieren? Wobei, und da muss man ja nochmal vielleicht erwähnen, dass wir in Hamburg ja eine starke antifaschistische Szene haben, dass Neonazis jahrelang hier nicht hier offen auf der Straße demonstrieren konnten und jetzt mit dieser Querdenken-Bewegung oder mit dieser Protestbewegung sie wie die Fische im Wasser sich jetzt auf der Straße bewegen. Und das sind auch nicht Einzelne, sondern die laufen ja auch in einem Block. Ja, also in Barmbek waren es 70 MPDler, die mitgelaufen sind. Wenn man aber die Kritik äußert, warum distanziert euch nicht, dann heißt es, wir sind weder links noch rechts und wir lassen uns nicht spalten. Wobei man sagen muss, dass jetzt in letzter Zeit es da wohl auch intern darüber auch Diskussion gegeben hat und eine Spaltung zu sehen ist. Aber wie kommt es, dass zum Beispiel, wenn du sagst, da sind Leute, die aus dem anti-autoritären Spektrum kommen und staatskritisch sind und jetzt aber überhaupt sich nicht distanzieren von Rechtsextremen und vielleicht daran anschließend, welchen Einfluss haben die extremen Rechten hier in Hamburg und gibt es zum Beispiel Unterschiede zu anderen Regionen, wo wir ja wissen zum Beispiel, dass im Osten auch die Freien Sachsen ja auch die Proteste ja sogar organisieren und wie muss man das so einordnen? Ja, vielleicht beginne ich mit dem letzten Part. In Sachsen ist es tatsächlich so, dass die Freien Sachsen diese Proteste organisieren. Das ist eine rechtsextreme Gruppe, die sich auch mehr parlamentarisch ausrichten wird. Das ist schon absehbar. Die im Übrigen sich ja auch jetzt schon im Kontext der Debatte um Russland und Ukraine sich pro-russisch positioniert haben. Das ähnliche Situation haben wir auch in Brandenburg, wo wir auch in den verschiedenen Regionen rechte Akteure haben. Es gibt dort sogar das Phänomen in Ostdeutschland, dass man den Eindruck hat, dass dort Personen, die vorher schon bei der Krise der Flüchtlingspolitik gegen die Geflüchteten auf die Straße gegangen sind, auch jetzt wieder dabei sind bei den Protesten. Auch der gleiche Organisationskreis sozusagen zu tragen. In Westdeutschland ist es in diesem Fläche nicht so. Das ist ganz eindeutig. Was wir eben da aber sagen können, gerade in Süddeutschland ist das Spektrum sehr stark getragen von einem esoterischen, anthroposophischen Milieu. Wir erleben tatsächlich diese Ausblendung, wenn ich das mal vorsichtig sagen darf, von Differenzen. Und das ist auch ein Phänomen, was wir, glaube ich, so überraschend finden. Aber für viele scheint beispielsweise es völlig zu genügen, dass die gegen die dass die Rechten gegen die staatlichen Maßnahmen sind. Und wenn sie gegen die Maßnahmen sind, dann können sie gerne mitmachen. Und das ist wirklich so, dass offensichtlich dieses eine zentrale Anliegen so eine Dominanz hat, dass alles andere weggedrückt wird, nicht mehr relevant erscheint. Und wir erleben aber auch das Phänomen, dass es natürlich auch viele mittlerweile Gemeinsamkeiten gibt. Eine radikale Staatsfeindlichkeit, eine radikale Kritik an diesem demokratischen Staat, also an der Demokratie und da auch auf der Ebene von der Rechtsgrundlage der Bundesrepublik. Da hören wir auch immer öfters Formulierungen, die wir aus dem reichsideologischen Spektrum kennen. Also wir haben ein Gemengelage von verschiedenen Motiven, einfach, das ist so eine
so wichtig Ihnen das eine Anliegen, dass alles andere vergessen wird, dass man glaubt, man kann mit Feinden der Freiheit für die Freiheit auf die Straße gehen? Oder eben, dass eben tatsächlich Positionen ähnlich nah schon dran sind, worüber dann man auch eine Akzeptanz zueinander hat. Und es kann auch ein emotionales Phänomen sein. Man war ja zusammen auf der Straße. Man hat sich kennengelernt. Und der war eigentlich nett. Hier gibt es auch schon die erste Frage aus dem Chat. Das passt jetzt vielleicht zu der Frage der Zusammensetzung dieser Bewegung. Gibt es Studien zur Sozialstruktur der Szene und sind es in Mehrzahl bürgerliche? Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt auf Hamburg bezogen ist. Da sind mir keine Studien bekannt, aber es gibt ja andere Studien. Was antwortest du auf diese Frage? Ja, es gibt schon vereinzelte Studien, die aber sehr, sehr vorsichtig in der Interpretation sind. Was feststellbar ist tatsächlich, dass wir es hier mit einem Klientel zu tun haben, das konnte man unter anderem gar nicht nur durch eine Studie erfassen, wo nach Berufsabschlüssen gefragt worden ist oder, sondern einfach auch mal in der Auswertung von Unterschriftenlisten, die es gegeben hat, von Aufrufen, die sie gestartet haben. Und da war sehr schnell auffällig, dass gerade auch viele Menschen aus dem selbstständigen Berufsfeld mit dabei sind. Also auch Heilpraktikerinnen beispielsweise. Und das möchte ich auch noch mal verdichten, nämlich auch mit dem Gedanken der hohen Bürgerlichkeit. Es scheint so zu sein, als These formuliert, dass wir hier was mit Menschen auch zu tun haben, die in ihrem Berufsalltag relativ frei ihn gestalten können, also auch Lehrerinnen. Und wenn ich mit frei meine, meine ich wirklich, natürlich haben wir alle bestimmte Arbeitsrhythmen, ja. Aber das sind alles Berufe, um es mal ganz krass zuzuspitzen. Die stehen nicht am Band, die sitzen nicht an der Kasse und müssen fragen, wann sie mal aufs Klo gehen dürfen. Ich betone das so deutlich, weil das würde nochmal erklären, warum dieses Spektrum auf einmal so die Ellbogen ausfällt. Weil sie es nicht gewohnt sind, dass der Staat ihnen jetzt sagt, das darfst du nicht. Da fühlen sie sich genau in ihrer individuellen Freiheit angegriffen. Und das merkt man, glaube ich, auch ein bisschen an dieser Formulierung. Sie betonen ja so explizit, dass sie über ihren Körper das Recht behalten wollen. Ja, dass sie dort für die Unversehrtheit ihres Körpers, dass das Grundgesetz garantiert, dass sie das eben sozusagen für sich in Anspruch nehmen und es auch als einen staatlichen, massiven Angriff auf sich und auf die Rechtsstaatlichkeit sehen. Dass sie aber mit ihrer Position gleichzeitig das Recht der Unversehrtheit der anderen Körper in Frage stellen, wird komplett ausgeblendet in dieser Argumentation. Und da hat sich ja glücklicherweise längst auch die Formulierung ein bisschen, sage ich mal, so verselbstständigt, dass man eigentlich sagt, die denken nicht quer, die denken, wenn man ehrlich ist, egomal. Und hier könnte man auch nochmal den Gedanken aufgreifen, wie kommen die, die links wählen, dann da rechts bald an? Vielleicht auch, weil sie den einen zentralen Aspekt von links sein, nämlich Empathie und Solidarität, auf ihren Weg vielleicht verloren haben. Sie sind nicht solidarisch. Ja, nochmal zu dem Begriff hohe Bürgerlichkeit. Ja, du hast es ja erwähnt, dass es ja dieser Begriff stammt ja auch von Wilhelm Heidmeier, der ja auch gesagt hat, dass das auch eine gesellschaftliche Entwicklung hin zu einer hohen Bürgerlichkeit gibt, dass zum Beispiel wir auch in der Gesellschaft durch die Schwächung der Gewerkschaften und Abbau des Sozialstaates auch so eine Entsolidarisierung haben, das, was auch eine Ellenbogenmentalität ja befördert und dass jetzt die Verteilungskämpfe in der Gesellschaft rauer sind und man einfach auch ja dadurch stärker seine Privilegien verteidigen möchte. Würdest du dieser These zustimmen? Also haben wir so eine Entwicklung, was eine hohe Bürgerlichkeit befördert oder anders gefragt, welche Entwicklungstendenzen haben wir in der Gesellschaft, die das befördern? Ich fand das immer sehr interessant. Die Langzeitstudie der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit ist ja erstmal ein bisschen ausgelaufen. Es gibt weitere Studien, die sich darauf beziehen. Und immer wieder ist ja wirklich in den Medien darauf hingewiesen, so und so viel Prozent rassistische Positionen, so und so viel Prozent antisemitische Positionen und. Und ich hatte den Eindruck, dass tatsächlich das, was als analytische Momente
in den Studien stand, das wurde kaum wiedergegeben. Und von Anbeginn haben diese sozialempirischen Studien davor gewarnt, dass eine neoliberale Wirtschaftspolitik zur Entsolidarisierung der Gesellschaft führt. Und eben genau dieser Ansatz, jeder ist seines Glückes Schmied, impliziert ja, dass angeblich jeder auch die gleichen Startchancen hätten, was ja überhaupt nicht der Fall ist. Und damit forciert man natürlich eben eine Ellbogengesellschaft, die Empathie sinkt. Eine Solidargemeinschaft wird da dann auch letztlich angegriffen in ihren Fundamenten, in der Mentalität. Und der zweite Aspekt ist, dass auch sehr früh, schon in den 90er Jahren, wenn ich es richtig noch im Kopf habe, spontan, Ralf Dahrendorf, der ja nun wirklich nicht im Verdacht steht, ein linker Soziologe gewesen zu sein, hat schon sehr früh davor gewarnt, dass Globalisierung eben ein Phänomen ist, das zu mehr Autorität und Nationalstaatlichkeit führen könnte. Warum? Weil die Menschen, wenn die Globalisierung nicht reguliert wird durch die Staaten, tatsächlich sich ihrer völlig ausgeliefert fühlen und dann eben wieder nach Halt suchen, nach festen Strukturen und dann eben mehr Nationalismus, autoritäre Denkmuster wieder hochkommen können. Und das sind genau Phänomene, um es ganz, ganz vorsichtig zu sagen, die wir mit bei dieser Pandemie erleben dürfen. Ich hatte letztens das Glück, wenn ich das nur ganz kurz sagen darf, im Rahmen eines anderen Vortrages zu dem Buch von einer Kollegin den Einwurf bekommen zu haben, dass gerade der Neoliberalismus die Menschen ja auch schon von Anbeginn in eine Dauernotexistenzangst setzt. Ich muss es schaffen, ja. Ich bin, wie gesagt, meines eigenen Glückes Schmiede. Das uns setzt die Menschen enorm unter Druck. Und dann kommt die Pandemie. Und nochmal verstärkt sich der latente Druck durch eine neoliberalen Wirtschaftspolitik. Deswegen dann eben offensichtlich die Menschen dann noch mehr angefasster sind, noch mehr Ängste haben. Und das Ernüchternde ist, die Angst wird nicht offen kommuniziert, sondern man sucht halt unter anderem bei den falschen Propheten oder bei Verschwörungserzählungen. Und das wissen wir schon sehr früh. Verschwörungserzählungen haben eben den Benefit, dass man sich alles erklären kann, vermeintlich, man wieder Halt bekommt, Sicherheit, und bei Männern dann eben auch, dass sie wieder Frauen die Welt erklären können. Jetzt eine weitere Frage aus dem Chat hier vorliegen. Ich lese sie mal vor. Gibt es tiefer liegende Gemeinsamkeiten zwischen faschistischer Ideologie und Anthroposophie und Esoterik? Zum Beispiel romantische Weltsicht, eine Ablehnung von Vernunft etc. Ich habe es kurz versucht anzureißen bei der Idee eines vormodernen Reflex sozusagen gegen die aufkommende Moderne. Georg Lukács hat eigentlich schon in dem Buch Die Zerstörung der Vernunft sehr früh darauf hingewiesen, dass jede Form von Irrationalismus, also die Mystifizierung der Natur beispielsweise oder die Respitalisierung des Denkens, dazu führen kann, dass man faschistischen Ideologien entwickelt und anheimfallen kann. Weil man letztlich sozusagen dort eine Letztendbegründung finden kann. Und jeder Irrationalismus hat eben zur Folge, dass wir uns ja selbst entmächtigen, nämlich die Welt zu erkennen und zu verändern. Und das ist, glaube ich, der ganz zentrale Punkt dabei. Und dann wird versucht, sozusagen über faschistische Antworten zu geben. Es wird ja auch genau nochmal nachgefragt, ich kann ja den Chat auch ein bisschen nebenbei verfolgen, dass tatsächlich es bei Rudolf Steiner unter anderem auch sehr kritische Positionen gibt. Ich nenne nur ganz kurz so den Verlauf der letzten Jahre in der Debatte um Rudolf Steiner. Wir haben in den 80er Jahren schon einmal aufkommt eine kritische Diskussion, nicht aus der Anthroposophie selbst heraus. Das ist erst in den letzten Jahren dazu gekommen, dass dort eine Selbstreflexion wesentlich stärker betrieben worden ist. Aber wir haben tatsächlich unter anderem bei der Taz früh lesen können, dass es Verstrickungen gegeben hat von Veleda, unter anderem an Menschenversuchen im KZ, was damals ein großer Schreck gewesen ist. Wir haben in dem Zuge dann auch eine lange Diskussion gehabt über rassistische Ressentiments bei Rudolf Steiner, die nicht in irgendwelchen Werken am Rande von ihm formuliert worden sind, sondern in zentralen Schriften der Anthroposophie. Rudolf Steiner hat über 350 Bücher hinterlassen, alles Vorträge. Anfänglich war die Kritik, als die Kritik aufgekommen ist, habe ich auch nochmal ein Statement aus der Anthroposophie und philosophischen Gesellschaft bekommen, wo dann gesagt wurde, naja, das ist ja stenografiert worden, es gibt zu, dass ich gleich im Kopf, wie der Titel ist, alles falsch stenografiert, Fragezeichen. Und da geht es schon hart zur Sache bei den
rassistischen Formulierungen. Es gibt Zuschreibungen, beispielsweise ausgehend von der Wurzelrassentheorie, die er aus der Theosophie mitgenommen hat, aber vorher bei der Theosophischen Gesellschaft, wo dann beispielsweise eben man auch schon in einer Grafik sehen kann, dass die Arier an der Spitze stehen, die Kulturschaffenden sind. Dann kommen dekadente Abzweigungen wie Affen und Indianer beispielsweise. Da merkt man eben schon, da gibt es eine lange Auseinandersetzung, die dringend geboten ist darüber. Und wir haben natürlich auch ausgehend von dem esoterischen Ansatz eine Wissenschaftsfeindlichkeit. Man findet auf vielen impfkritischen Webseiten immer wieder sinngemäß den Spruch von Rudolf Steiner: Materialistische Ärzte impfen die Seele weg. Diese Formulierung gibt es auch in seinen Werken. Aber man muss auch sagen, man findet bei den 350 Werken eben auch Aussagen, die betonen, dass Impfen würde man dann wieder spirituell in den Griff bekommen können. Selbst wenn übrigens gegen Pocken geimpft. Aber genau das ist heute aktuell die große Debatte innerhalb der Anthropologie. Wie geht man mit den staatlichen Maßnahmen um? Wie geht man mit Impfen um? Und um diese Ambivalenz deutlich werden zu lassen, die schon zitierte Studie in Baden-Württemberg, er hat übrigens festgestellt, dass in den anthroposophischen medizinischen Einrichtungen 80% des Personals geimpft ist. In den pädagogischen Einrichtungen scheint es anders zu sein. Und es gibt eine große Diskussion, ob diese Pandemie nicht dazu führt, dass es auch harte Auseinandersetzungen in der Anthroposophie geben wird, wie man heute Rudolf Steiner interpretieren sollte. Mich erinnert das ein bisschen ans Christentum, die Debatte, wie lese ich heute die Bibel? Ist es Wort für Wort auszulegen oder ist es ein zeithistorisches, in sich entwickeltes Dokument, was einen Kern hat, aber man muss nicht Wort für Wort alles so ernst nehmen. Und das scheint gerade auch in der Anthroposophie so eine Diskussion zu sein. Ja, vielleicht nochmal zu den Verschwörungsnarrativen. Es gibt ja, es wird ja von den Protestierenden immer wieder behauptet, es gäbe eine Plandemie, dass das alles, ja, die Pandemie ja schon geplant war und von bestimmten Kräften ins Werk gesetzt wurde, oder auch die Theorie von Great Reset, also dass man jetzt die Weltwirtschaft gezielt zusammenbrechen lässt, um ein autoritäres kapitalistisches System aufzubauen. Oder du hast es ja in deinem Vortrag auch gesagt, QAnon, die sind ja wird ja noch viel abstruser noch. In Krisenzeiten, das schreibst du ja auch in deinem Buch, werden Verschwörungstheorien immer beliebter. Und es ist ja auch nicht so, dass das jetzt eine Minderheit, also, oder ich sag mal so, Verschwörungsnarrative sind sehr weit verbreitet in der Gesellschaft, muss man ja auch sagen. Und welche Funktion haben Verschwörungstheorien in solchen Krisen für Menschen, die daran glauben? Ich habe es, glaube ich, nur ganz kurz angerissen und vielen Dank, dass ich es nochmal vertiefen kann. Tatsächlich haben Verschwörungserzählungen eben wirklich den Benefit, dass man für sich wieder Halt findet. Man powert mit sich eigentlich. Ja? Man hat wieder, man greift die Krise auf und kann sie analysieren vermeintlich, versteht sie, kann sie einordnen. Das gibt Halt und Sicherheit. Und das ist genau der große Benefit eben von Verschwörungserzählungen. Es gibt da dann auch unterschiedliche Verschwörungserzählungen, große Verschwörungserzählungen wie beispielsweise der Great Reset, wobei hier man sagen muss, da merkt man auch leider schon die Radikalisierung. Diese Verschwörungserzählung kommt aus dem rechtsextremen Milieu, ist aber mittlerweile eben auch in diesem Spektrum angekommen. Bei dem Auto, was man vorhin gesehen hat, was sie gezeigt hat, mit Corona-Ausschuss, war auch am Kotflügel etwas auf dem Aufkleber zu sehen. Bei längeren Vorträgen zeige ich ihn noch, weil da steht nämlich Impfen und Great Reset, nein, danke. Also da wird es schon zusammen gedacht. Im Übrigen an dem Fahrzeug sieht man auch noch mal etwas anderes, was mit Sozialstruktur ging. Vielleicht haben es einige in Erinnerung, da werden auch Reitenreisen international angeboten. Kann sich auch nicht jeder leisten. Also das geht schon ein bisschen so ein paar Indizien, wo man dann auch so ein bisschen sieht, wo es hingeht halt. In diesem Zusammenhang ist natürlich auch noch mal ganz deutlich, das muss man schon betonen, es gibt eben auch Linke, die tatsächlich Verschwörungserzählungen anheimfallen können. Es ist tatsächlich schon sehr früh herausgearbeitet worden von Oliver Brehler beispielsweise und Elmar Decker, die tatsächlich eben festgestellt haben, dass
zwar im Prozentsatz unterschiedlich, aber die Neigung zu Verschwörungserzählungen im rechten Spektrum als auch im linken Spektrum da ist. Und ich habe das vorhin nicht angedeutet gehabt, aber wir haben natürlich auch neben diesem antimodernen Ansatz ja auch einen antikapitalistischen Idealismus, der eben eher in personifizierten Kategorien Kapitalismus denkt und sich nicht, und das greift deinen Gedanken nochmal auf, sich nicht dem stellt, dass eine dynamische Entwicklung ohne große Absprachen, sondern in Aktionen, in Reaktionen, Gegenaktionen, Aktionen sozusagen sich entwickelt, in ökonomischen Verhältnissen, ohne dass da am Anfang jemand sagt, da drücke ich den Knopf und dann wird das passieren. So einfach ist Kapitalismus nicht. Zu Recht habe ich auch auf einigen Demonstrationen gelesen, Kapitalismus ist keine Verschwörungserzählung. Stimmt. Aber es ist wichtig, wie wir ihn analysieren, damit da keine Verschwörungserzählung wird. Und die Idealisierung, anstatt den Mut zu haben, auszuhalten, dass systemische Prozesse greift und nicht auf Personen reduziert zu analysieren, ist, glaube ich, ein Ansatz, um sozusagen aus so einem idealistischen antikapitalistischen Idealismus herauszukommen. Ja, dazu würde ich noch mal gleich, also ich würde das gleich noch mal aufgreifen mit Kapitalismuskritik, aber vielleicht noch mal die Frage jetzt auch aus dem Chat. Du sprichst ja auch davon, dass es so eine Radikalisierung gibt und das, was diese Bewegung zusammenhält, ist ja die Gegnerschaft zu den Corona-Maßnahmen und bedeutet ja auch die Radikalisierung, dass man auch insgesamt die Institutionen ablehnt und eigentlich das System überwinden will. Und wie geht es deiner Meinung nach weiter mit dieser Bewegung? Also jetzt haben wir ja die Situation, dass zum Beispiel bestimmte Maßnahmen wieder aufgehoben werden. Und es wird ja auch jetzt darüber spekuliert, ob wir in eine endemische Phase kommen. Also glaubst du auch, wenn wir ja in eine endemische Phase eintreten und die Pandemie einigermaßen überwunden haben, wird es diese Bewegung trotzdem weitergeben und kann es sein, dass sie sich dann andere Themen suchen? Also ist wahrscheinlich anzunehmen, wie bei vielen sozialen Bewegungen, auch wenn die Inhalte nicht so sozial sind, aber sie haben, diese Bewegung hat ein Merkmal einer sozialen Bewegung, Bewegungsmotoren beispielsweise oder auch Leute, die kulturelle Beiträge liefern. Das kann gut sein, dass sozusagen auf der Straße das weniger sichtbar wird. Was aber auch zu erwarten ist, zum einen tatsächlich, dass sich Menschen enorm radikalisiert haben, wo offen ist, ob sie sich sozusagen zurück beruhigen können, um es vorsichtig zu formulieren. Das ist der eine Effekt. Davor warnt das Bundeskriminalamt aber schon seit längerem, dass einzelne Personen wirklich und kleinere Gruppen sich zusammenschließen könnten, um gezielte Aktionen gegen Personen und Institutionen zu verüben, die im Kontext der staatlichen Maßnahmen sich bewegen. Der zweite Effekt, den wir erleben können, ist tatsächlich eben auch, dass es eine Annäherung ins rechtsextreme Milieu von Einzelnen gegeben hat. Da können neue Allianzen entstehen. Das dritte, was wir erleben, ist eben auch der Versuch, eigene Strukturen aufzubauen, jenseits der reinen Protestkultur. Also die Partei, die Basis ist ein Fall. Aber auch, was wir in Hamburg erlebt hatten, ist ja unter anderem die Idee, eine eigene Schule zu gründen. Diese Idee gab es auch schon in Bayern und die gab es auch schon in Hessen. Und in dem Kontext kann man halt sagen, dass das das dritte Phänomen ist. Und das vierte Phänomen, was wir erleben, ist, du hast es eben schon angedeutet, die Hinwendung zu weiteren Themen. Also man ist quasi bei der Pandemie und Untersuchungen haben auch schon festgestellt, wer die Pandemie als Plandemie sieht, als Verschwörung, neigt auch dazu, bei der Klimadiskussion Verschwörungserzählungen anheimzufallen. Also das Thema Klima ist definitiv ein nächstes auf eins, was kommen wird, wogegen auf die Straße gegangen werden könnte, also die Umsetzung der Klimapolitik. Natürlich werden wir jetzt auch, ich habe es angedeutet, erleben, dass das Thema Krieg, Solidarität vielleicht für Russland, groß eine Rolle spielt. Jürgen Elsässer, ich habe es heute nicht groß erwähnt, der Chefredakteur des Kompaktmagazins, das eng mit Michael Ballweg auch zusammenarbeitet, einzelne Hefte herausgegeben hat zur Querdenkenbewegung, hat auch schon angedeutet, das wird jetzt das neue große Thema.
Des Weiteren, da müssen wir uns nichts vormachen, nach der Krise ist vor der Krise, wir werden die sozialen Verwerfungen jetzt langsam erst spüren. Und da ist natürlich auch zu befürchten, dass das wieder ein Beschleuniger wird für, ja, wirklich Protest, der vielleicht nicht mit linken alternativen Ideen gefüllt ist. Ich glaube, es gibt jetzt noch eine weitere Frage aus dem Chat. Wird es nach deiner Einschätzung nochmal zu rechten Blöcken bei den Demonstrationen kommen? Die Distanzierung scheint ja nur in Teilen zu funktionieren. Und die, die ausdrücklich mit dem Motto Bund statt Braun unterwegs sind, haben eher geringen Zulauf. Da wird nach deiner Einschätzung einmal gefragt. Ja, das ist wirklich schwer einzuschätzen, weil wir da gucken müssen, in welchem Kontext bewegt sich etwas. Sind das jetzt offizielle Demonstrationen? Werden die genehmigt? Werden die zugelassen? Oder sind das eben auch spontane Aktionen, wo dann auch ganz andere Dynamiken sind? Auf alle Fälle ist das Thema jetzt auch das Thema der gesamten rechten Szene. Und sie werden sich dort versuchen, auch einzubringen. Ob sie dann aus den Strukturen rausgehalten werden könnten, eine Demonstration, hängt, wie gesagt, von der Situation ab, den Bedingungen ab und natürlich auch von dem Willen. Und da bin ich ein bisschen skeptisch. Ich habe auch gelesen, dass Einzelne sagen, Moment mal, nachdem jemand gesagt hat, es ist mir jeder willkommen, der dagegen ist, dass, und wenn er keine NPD-Fahne in der Hand hat, so sinngemäß habe ich das im Kopf, dann kann der gerne als Mensch mitmarschieren. Ich muss zugeben, wenn jemand in der NPD ist, ist er natürlich ein Mensch, das ist überhaupt gar keine Frage, aber politisch meiner Meinung nach nicht tragbar in irgendeiner Demonstration, die für irgendwelche Rechte für Menschen und für Freiheit sind. Da denke ich tatsächlich, ist eine Grenze und das scheint in diesen Orga-Teams unklar zu sein, ob sie alle diese Grenze ziehen wollen. Und da muss man auch wirklich sagen, ob sie die Grenze dann auch vor Ort ziehen können. Ich würde sonst nochmal, ja, du hast ja von verkürzter Kapitalismus. Achso, sorry, ich greife mal die nächste Frage auch auf, weil das thematisch passt. Wie groß ist der Anteil der Leute bei den Demos, die Rechte bei den Demos einfach nicht erkennen? Muss man da breiter informieren? Kommt die Frage. Ja, das ist auch ein Vorwurf, den ich auch gehört hatte, beispielsweise, dass sie gesagt haben, ja, die sagen uns ja gar nicht, wo die Rechten in den Demonstrationen sind, die Antifa, und die machen das ja nur, um uns dann zu diffamieren, darum sagen sie uns das nicht. Nee, das stimmt nicht. Ich habe das auch erlebt, dass man darauf hingewiesen hat. Und natürlich finde ich das auch völlig legitim, erstmal zu sagen, Moment mal, die müssen die nicht kennen. Aber wenn sie einen Hinweis bekommen, sollten sie den vielleicht auch ernst nehmen. Dass man die nicht alle erkennen kann, erst recht nicht, wenn sie jetzt auch mit Masken dann rumlaufen und dann vielleicht auch nicht gerade in szenetypischen Klamotten erscheinen, ist gar keine Frage. Finde ich auch völlig legitim, da dann auch eher freundlich nachzufragen und zu sagen, Entschuldigung, im Übrigen sage ich das auf mich bezogen, ist so ein bisschen mein Job, ich recherchiere da lange zu, ich weiß, der ist der und der. Ist vielleicht nicht der Passende für Ihre Demonstration. Ich habe das tatsächlich in Hannover erlebt, ganz, ganz konkret. Da ist dann darauf hingewiesen worden, dass beispielsweise NPD-Kader da mitgelaufen ist. Das hat eher dazu geführt, dass diejenigen, die dann verantwortlichen Ordnerinnen ansprachen, dass die dann tatsächlich eher, naja, so betrachtet worden sind von, also jetzt mach hier bitte mal nicht so eine Spaltung. Ja, wir möchten unsere gute Stimmung nicht zerstören. Genau. Dann komme ich nochmal zu der verkürzten Kapitalismuskritik, die du nochmal erwähnt hast. Es gibt ja sehr viel Grund auch für Kritik und auch, auch Kritik an der Bekämpfung oder an den Corona-Maßnahmen an sich, die ja zum Teil ja auch widersprüchlich waren. Also zum Beispiel, dass man an der Alster eine Maske tragen musste, aber im ÖPNV zur Arbeit in vollen Bussen und Bahnen fahren musste oder auf den Arbeitsplätzen die Einschränkungen nicht so rigide waren als im Privaten. Also der kapitalistische Betrieb musste ja weiterlaufen, sage ich mal so, jetzt ein bisschen verkürzt. Und wir sehen ja auch die krassen Auswirkungen eines privatisierten Gesundheitssystems. Wir sehen zum Beispiel, dass die Impfstoffe von privaten Pharmaindustrien entwickelt werden, die damit Geschäfte machen. Und weil die Impfpatente nicht aufgehoben werden, wir keine globale
Verteilung der Impfstoffe haben. Also zum Beispiel in Afrika gibt es Länder, wo die Impfquote unter 10% oder deutlich unter 10% sind. Also gibt es ja, ja berechtigten Anlass, auch sehr kritisch an den Verhältnissen, also Kritik an den Verhältnissen zu üben und ja, Alternativen zu fordern, was ja Linke ja grundsätzlich immer machen müssen aus meiner Sicht. Inwieweit ist es aber der gesellschaftlichen Linken, sage ich mal, in der Pandemie nicht gelungen, das deutlich zu artikulieren und auch Protest oder eine Bewegung auf die Straße zu tragen? Hat man dadurch vielleicht auch eine offene Flanke für diese Querdenkerbewegung geboten? Wie siehst du das? Ich glaube, wir sollten wirklich vorsichtig sein. Diese Pandemie, oder ich sage es andersrum, so eine Pandemie haben wir einfach noch nie erlebt. Auch die politisch entscheidenden Personen sind dort ganz besonders herausgefordert gewesen. Auch die Wissenschaft ist dort ganz besonders herausgefordert gewesen. Also, dass eine Maßnahme mal so diskutiert worden ist und dann nach 2 Wochen, weil es einen neuen wissenschaftlichen Stand gab, dann anders, hat mir eher nochmal deutlich gemacht, Mensch, wir sind das gar nicht gewohnt, wissenschaftlich zu denken. Ja, ich kann mich noch an einen FDP-Politiker erinnern, der jetzt in der Regierung sitzt, der sich maßlos aufregte, dass ein Virologe vor 2 Wochen das gesagt hat, in der Talkshow und jetzt das. Und der hat ihn dann ganz nett erklärt, was Wissenschaft ist. Ja, nämlich der aktuelle Stand. In dem Kontext ist es natürlich nicht überraschend, dass wir, wenn wir jetzt sagen wollen, nicht auf die Straße gegangen sind, weil Protest in dieser Form kaum möglich war und auch logisch war nach wissenschaftlichen Erkenntnissen, medizinischen Erkenntnissen, dass das auch eine Gefährdung sein kann. Das vorweggestellt, einfach um nochmal so ein bisschen den Erwartungshaltung da ein wenig zu relativieren. Ich fand es unglaublich positiv, mit welchen Inhalten das Hamburger Bündnis als eine der ersten Aktionen im großen Format dann gegen Querdenken auf die Straße gegangen ist, aber vor allem mit Inhalten, die kritisch waren zu der aktuellen Situation im Bildungsbereich, im Sozialwesen. Ein Arzt, der ziemlich deutlich auch nochmal die Situation an den Stationen beschrieben hat und der zentralen Forderung, gibt die Patente frei. Im Übrigen finde ich das eben auch genau die Kombination, die angebracht ist. Also nicht nur irgendwo dagegen zu sein, gegen Querdenken, sondern auch die Positionen zu benennen, für was man eigentlich steht, nämlich für eine solidarische Gesellschaft. Und mir fiel dann auch tatsächlich Tage später, aber ich war unterwegs gewesen, wo dann wirklich völlig unkritisch in Deutschlandfunk Kultur ein Beitrag gesendet worden ist, wo lobenswert erwähnt worden ist, dass einer der erfolgreichen Patentinhaber Unternehmen tatsächlich jetzt auch in Afrika, in Südafrika, wenn ich mich richtig erinnere, mobile Impfzentren aufbaut. Leider haben sie vergessen, dass sie genau diejenigen sind, die der Bitte aus Südafrika nicht nachgekommen sind, die Patente ihnen einfach zu geben, damit sie einfach selber forschen können, nicht freigegeben haben. Also fand ich auch keine Sternstunde des Journalismus. Das war wirklich so ein, oh, wie toll, was die jetzt so Schönes machen. Also man ahnt, ich teile das auch, dass wir viel kritischer bestimmte Punkte benennen müssen. Aber tatsächlich glaube ich auch, dass eine bestimmte Phase da gewesen ist, der Verunsicherung, die auch die linke Bewegung getroffen hat, Gewerkschaften getroffen hat, wo man auch gar nicht wusste, wie organisieren wir jetzt Protest in Zeiten von Pandemie. Das war ja auch spürbar, dass man merkte, dass die klassischen Organisationsmodelle, die dann greifen auf die Straße gehen, dann eben schwierig sind. Aber wenn wir Themen nicht besetzen, besetzen sie andere. Und das ist, glaube ich, ziemlich deutlich. Und was man hier aber auch merkt, und mir fallen da einfach ein paar Reden ein, dass natürlich zu Recht darauf hingewiesen wird, wie der globale Norden eben auch den globalen Süden weiterhin ausbeutet. Dass wir eben die enorme Umverteilung von unten nach oben haben, dass viele sozialpolitische Maßnahmen überhaupt nicht gedacht sind. Was für ein Kampf ist es gewesen, jeden Tag Maske beispielsweise oder testen, wer bezahlt sie dann? Wie sollen das ökonomisch schwächere Familien, Menschen ertragen können? Das ist ja meistens dann immer erst später dann mit formuliert worden. Ja, vielleicht anschließend, also auch wir sehen ja auch, dass in der Pandemie jetzt die soziale Ungleichheit auch größer geworden ist. Also viele Menschen sind ärmer geworden in der Pandemie, während andere ihr Vermögen noch steigern konnten. Also insbesondere Vermögen der Millionäre und Milliardäre. Und natürlich
wird, ist es eine zentrale Frage, darüber zu, also die zentrale Frage, die sich die gesellschaftliche Linke immer wieder in den Mittelpunkt stellen muss, ist ja, wer bezahlt auch für die Krise? So, ne? Werden das die Menschen sein, die ja, die arbeitende Bevölkerung, die Lohnabhängigen, oder werden es die sein, die noch ihre Geschäfte in der Pandemie noch gut gemacht haben? Also es gab ja jetzt auch ja, verschiedene Studien dazu, zu der Ungleichverteilung. Und das ist, das sind genauso die Themen, die jetzt anstehen. Ich gebe dir recht, also es war ja auch unter Pandemiebedingungen nicht einfach auf die Straße zu gehen, weil man ja auch sich schützen musste. Aber unabhängig davon gibt es ja ein großes Bedürfnis danach, dass auch eine, dass man offen auch ein linkes Narrativ entwickelt und bestimmte Forderungen auch öffentlich wahrnehmbar kommuniziert, sage ich mal so. Und vielleicht in diesem Zusammenhang, du hast es ja auch jetzt auf die Demo vom Hamburger Bündnis verwiesen, die ja wirklich gut gelaufen ist und erfolgreich war, ist, muss die Antwort darauf, auf die Frage, wie müssen sich Linke zu dieser Protestbewegung verhalten, genau das sein? Oder hast du da auch weitere Ideen? Naja, ich bin Journalist und Publizist, da hast du natürlich begrenzte Ideen sozusagen. Also ich finde tatsächlich eben, dass ein Aspekt wirklich sein muss, dass das, was wir heute machen, und das möchte ich gar nicht kleinreden, manchmal denkt man, heißt das immer, ach, das ist ja immer nur so ein kleinen eigenen Kreis. Nein, es ist ganz wichtig, dass wir uns erstmal selbst vergewissern, wo sind denn jetzt die Positionen, wo bewegen wir uns, welche Probleme gibt es, welche Schwierigkeiten gibt es. Also eben gerade fand ich ja auch nochmal, ich habe das ja auch nur angeschnitten, aber wenn wir eben beispielsweise sagen, wir möchten auch die bestehenden Verhältnisse in Frage stellen, dann ist es ganz zentral, herauszuarbeiten. Und das finden wir eben tatsächlich auch schon bei Adorno und Horkheimer, dass wir eben aufpassen müssen, in der Kapitalismuskritik nicht zu personalisieren. Nicht die, die uns quasi direkt gegenüberstehen, wahrzunehmen als den Feind oder die Feinde. Ist ja nicht ohne Grund, dass Marx von Charaktermasken redet. Ja, das ist ein Teil des Systems. Wir müssen die systemischen Fragen stellen und auch vielleicht das System in Frage stellen. Und da kann man schon sagen, ja, aber das hat sich nur in der Pandemie, glaube ich, zugespitzt. Diese Diskussion ist auch vorher schon nicht sehr stark diskutiert worden. Sie ist nicht in den Gewerkschaften in den letzten Jahren so massiv formuliert worden, grundsätzlich zu sagen, halt, stopp. Sie wird ein wenig mit Fridays for Future stärker in Frage gestellt, nämlich über die Frage, ne, wir sind am Ende von Wachstumsutopien angekommen, wir müssen nachhaltiger denken, aber wenn wir ehrlich sind, ist das gesamtgesellschaftlich, ist das Thema so präsent, hat beispielsweise die Linke es geschafft, sich so zu positionieren in der Gesellschaft, und die Bundestagswahl war eine Zitterpartie für die Linke, das sollte man nicht vergessen und vorsichtig formuliert, und ich denke, okay, wir sind im Bundestag, es ist gut gelaufen. Das ist knapp gelaufen. Also ich möchte eher sagen, wir müssen gesamtzivilgesellschaftlich diese Diskussion führen, um dort auch jetzt mal wirklich mit Gramsci gesprochen im vorpolitischen Raum auch wieder Terrain zu gewinnen. Manche werden jetzt wahrscheinlich schlucken, weil normalerweise ich wegen meinem Themenfeld leider von den rechten Tendenzen im vorpolitischen Raum Rede, die sich eben auch auf Gramsci beziehen in einem instrumentellen Verhältnis. Sie analysieren, haben einen anderen Ansatz, als wie es Gramsci formuliert. Aber tatsächlich ist die Frage schon da, wo sind die linken Positionen im öffentlichen Diskurs und wo sind die Linken bei den Menschen und ihren Sorgen und Ängsten? Ja, vielleicht nochmal, weil du vom personalisierten Antikapitalismus sprichst, die jetzt nicht auf materialistischen Grundlagen fußt, sondern eher eine, ja, in rechten Kreisen sehr beliebt ist. Da wäre die Frage, wo da zum Beispiel auch, ja, also, oder ich sag mal so, häufig ist es ja so, dass so diese verkürzte Kapitalismuskritik häufig einhergeht mit einem Antisemitismus. Und kannst du vielleicht dazu noch was sagen? Also
Und ist das diese verkürzte Kapitalismuskritik ist zum einen sehr gefährlich, weil es ja wirklich so auch antisemitische Züge annehmen kann, aber gleichzeitig macht das dann gerade so für Menschen aus alternativen Milieus dann auch attraktiv, weil man ja sowieso systemkritisch ja, häufig unterwegs ist. Ah, ich bin mir nicht sicher, ob ich deinen letzten Gedanken richtig verstanden habe. Ja, aber wir erleben schon so ein bisschen, dass dann so eine, ich sage das vorsichtig, man ist da wirklich wahrscheinlich auch gar nicht selbst frei von, so eine leichte Selbstgefälligkeit dann da ist. Also wenn man so und so lebt, dann wird auch meistens angenommen, naja, dann kann der ja keine antisemitischen Ressentiments haben oder rassistischen Ressentiments haben. Und stattdessen ist vielleicht eher auch jetzt auf mich zum Beispiel direkt bezogen noch fragen, naja, welche Privilegien habe ich als weißer Mann sowieso schon und da frage ich die eigentlich mal. Oder finde ich es auch schön, im Bioladen gehen zu können und sozusagen mit einem ökologisch guten Gewissen zu leben, ohne eine andere Position mal zu hinterfragen. Falls du das gemeint hast, ja, das Phänomen, glaube ich, haben wir. Ich würde auch noch mal an einem Punkt ganz vorsichtig sein. Es wird dann immer vom rechten Antikapitalismus gesprochen. Interessanterweise haben die aber keine antikapitalistischen Forderungen. Ja, das Kapital in Gänze, der Gedanke der Enteignung zum Beispiel, der ist da nicht sehr präsent. Ja, das ist auch immer so eine Mär, die immer so ein bisschen durch den Diskurs läuft. Es gäbe von rechts antikapitalistische Positionen. Da muss man mal sehr, sehr, sehr genau gucken, was das für Positionen in Wirklichkeit sind. Überwiegend sind recht ökonomische Positionen nämlich neoliberal und weniger auf der Ebene von, wir müssen das Großkapital beispielsweise oder Finanzkapital in irgendeiner Weise begrenzen und beschränken und da entsprechende Steuerregelungen vielleicht mal treffen. Das findet kaum so statt, um es ganz vorsichtig zu formulieren. Und man hat, wenn eher nur ein Kapital, das man enteignen möchte, nämlich in dieser antisemitischen Konnotation zwischen raffenden und schaffenden Kapital, wo dann eben Enteignungsforderungen kommen, aber sie haben dann auch gleich eine andere Konnotation. Genau, dann wäre meine nächste Frage, so langsam kommen wir auch zum Ende. Wer jetzt noch Fragen stellen möchte, bitte jetzt posten. Genau, dann, nochmal, die Frage. Ja, also wir haben ja auch, du hast ja auch immer davon gesprochen, Irrationalismus ist der Weg zum Faschismus. Da würde ich nochmal ja, dich bitten, vielleicht das nochmal auszuführen. Siehst du da wirklich auch die Gefahr, dass es so eine Bewegung entstehen könnte, die dahin steuert oder so eine faschistische ja, Bewegung entstehen könnte, sage ich mal. Also ich habe die Formulierung von Georg Lukács übernommen. Und Georg Lukács versucht daran zu entwickeln, dass wir uns sozusagen zu autoritären faschistischen Systemen hin entwickeln können, wenn wir das Instrumentarium der Kritik verlieren. Und das kann ich vielleicht auch ganz plakativ sagen, wenn wir beispielsweise wissenschaftliche Erkenntnisse gleichsetzen mit alternativen Meinungen, dann besteht die Gefahr, dass wir irgendwann keine gemeinsame, keine Wirklichkeit mehr haben. Und über diesen Punkt können wir dann eigentlich auch nicht mehr miteinander diskutieren. Und so ist das gedacht, dass dann in dieser Logik dann zur autoritären Lösung gegriffen werden könnte. Im Buch betone ich aber explizit auch nochmal etwas anderes. Tokotronic ist ja relativ bekannt geworden mit diesem einen schönen Lied, Pure Vernunft darf niemand siegen. Und natürlich brauchen wir Utopien und Visionen. Und ich versuche im Vorwort es ganz kurz anzudeuten. Wir haben manches Mal in dieser radikalen Position, wie ich es gerade gesagt habe, auch immer so ein bisschen anklingen, dass man sofort jede Form von Esoterik, von Religiosität als irrational abwertet. Das möchte ich nicht. Ich bin
versuche kurz darauf hinzuweisen, dass Marx in der Hegelschen Rechtsphilosophie von der Religion des Volkes spricht. Also des Volkes, für sich selbst gemacht, um das Jammertal zu ertragen. Und diesen Anspruch möchte ich den Menschen auch nicht wegnehmen, in meiner Argumentation. Und darum verweise ich dann nochmal auf Erich Fromm, der unterscheidet zwischen Religionsformen, die emanzipatorische Ansätze haben, die einem individuell helfen, Freiheit geben, oder autoritäre, wo man in Hörigkeitsverhältnisse kommt. Und ich glaube, das ist für die Diskussion enorm hilfreicher, als aus einer fundamentalen Opium, Religion ist Opium fürs Volk, sich zu positionieren. Ich glaube, dass das bei Marx hat einen Grund, nämlich als ein Bedürfnis anzuerkennen, um für sich in der Welt seinen Platz zu finden. Und das möchte ich niemandem absprechen. Ich kritisiere es erst dann, wenn es autoritär, antisemitisch, sexistisch wird, beispielsweise. Mhm. Gut. Ja, wir sind so auch langsam am Ende unserer Veranstaltung. Ich sehe auch keine weiteren Fragen jetzt im Chat. Ich würde mich jetzt, genau, ich bedanke mich erstmal sehr herzlich, dass du an der Veranstaltung teilgenommen hast. Und das war auch nochmal ganz wichtig. Du hast nochmal auch erwähnt, so, dass du diese Demonstration vom Hamburger Bündnis, da, an der hast du auch teilgenommen und dass du die Inhalte, die da vertreten worden sind, auch sehr gut gefunden hast. Ich möchte noch mal hinweisen, dass diese Demonstration natürlich sich gegen Querdenken und Verschwörungsnarrative sich gerichtet hat, aber nicht nur. Es ging auch darum, für eine solidarische Pandemiebekämpfung, also die Themen haben wir ja genannt, Entprivatisierung des Gesundheitssystems, Aufhebung der Patente, Bekämpfung der sozialen Ungleichheit und so weiter. Es gibt viele, viele Themen. Auch nach dieser Demo gab es dann auch die Meinung von vielen Aktiven, die daran teilgenommen haben, dass man unbedingt das fortsetzen müsste und auch vielleicht ein Bündnis auf die Beine stellen muss, um diese sozialen Themen und die Forderung nach einer solidarischen Pandemiebekämpfung weiter zu bewegen. Und ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass es sicherlich sehr bald wieder zu solchen Demonstrationen kommen wird, wo man auch langfristig arbeiten möchte und auch ein Bündnis bilden möchte. Da gibt es Bemühungen, um ein Bündnis zu bilden, wo man gerade diese Forderungen nach der solidarischen Pandemiebekämpfung weiter bewegen möchte und in der Stadt auch Aktivitäten entfalten möchte. Das ist jetzt mein Schlusswort. Möchtest du noch was sagen, Andreas? Vielen Dank für die Einladung und die spannende Diskussion. Genau. Ich bedanke mich auch bei dir. Und wer sich noch mal vertiefen möchte, also viele kennen das Buch, aber ich zeige es noch mal, für queeres Denken, gefährliche Weltbilder in alternativen Milieus von Andreas Schweiz. Da kann man noch mal reinlesen und sich vertiefen. Ja, herzlichen Dank an alle, die auch mit Chatbeiträgen sich beteiligt haben. Und ich wünsche allen einen schönen Abend.